Hallo, mein Name ist Guido Bunkenstock und diesmal gibt es wieder ein Tech-Review von mir und zwar diesmal von dem Lecato Metronome Tuner. Und was der alles kann, sehen wir jetzt gleich. So, das Metronom liegt vor mir. Das Metronom hat als Bonus noch einen kleinen Tuner eingebaut für akustische Instrumente, aber auch für E-Gitarre oder Bass. Auf der Anzeige, die übrigens in Farbe ist, haben wir folgende typische Anzeigen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier 4/4-Takt eingestellt, Tempo ist 110. Die Viertel werden hier betont und so klingt das Ganze. Ja, also man hat ja auch noch eine optische Anzeige, so ein Pendel, das hin und her geht. Es wäre schön, wenn das Pendel vielleicht so mehr so eine typische Pendelbewegung hätte, als einfach nur nach links und rechts zu gehen. Aber es ist eigentlich auf jeden Fall schon mal okay, dass es überhaupt eine optische Anzeige ist, visuelle Anzeige ist. Dann oben links haben wir die Anzeige von dem Lithium-Akku. Wird also nicht mit Batterie, sondern mit Lithium-Akku betrieben. Dafür gibt es natürlich auch hier dieses USB-Kabel. Okay, also was haben wir noch hier? Wir haben die typischen Subdivisions. Momentan ist der Viertel angewählt, das heißt, ich höre nur die Viertel. Ich kann natürlich auch Achtel anwählen. Dann gibt es natürlich noch Triolen. 16 ist dann ein bisschen nervig vom Sound. Ich mache es trotzdem mal an. Also wird wahrscheinlich keiner gebrauchen. Ich denke, die meisten Leute stellen sie eben auf Achtel ein. Okay. Ja, dann Tempo ist natürlich mit Plus und Minus ganz einfach zu verändern. Ich habe natürlich auch eine Tap-Funktion. Geht natürlich auch. Und geringste Tempozahl ist 50, das höchste ist 260. Also typische Funktion, die man als Metronom-Benutzer eben braucht. Also ganz lustig ist dieses Voice. Ob man das jetzt benutzen will, wage ich zu bezweifeln. Ich mache es mal an. So, hier geht's los. Ist ein nettes Gimmick, braucht man wahrscheinlich nicht. In der Anleitung steht, man könnte das Ganze auch auf Chinesisch anzeigen lassen. Chinesisch anzeigen und auch klingen lassen. Das habe ich leider nicht rausbekommen, wie das geht, aber wäre bestimmt lustig gewesen, mal auf Chinesisch mal 1, 2, 3, 4 zu hören. Okay, also das sind die klassischen Funktionen eines Metronoms. Ist vor allen Dingen, das Display ist wirklich sehr gut ablesbar, würde ich sagen, und auch in Farbe. Dann habe ich hier schon die Gitarre angeschlossen und jetzt gucken wir mal, wie der Tuner funktioniert. Dafür muss ich jetzt einfach diese Taste ein bisschen länger drücken und dann sind wir im Tuner-Modus. Okay, ja, dann testen wir mal hier. Ich spiele mal E-Seite an. Schon sehr gut. A-Seite. Also ich muss dazu sagen, der ist nicht ganz genau so genau wie ein Strobo-Tuner, aber ist schon wirklich nah dran. Wie gesagt, es ist ja auch nur ein Bonus, dass da nicht ein Tuner drin ist. Man kann natürlich das Ganze auch noch hier, so ein Kontaktmikrofon anschließen, um es mal wie akustische Instrumente zu stimmen. Okay. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ist ein schöner handlicher Tuner, den man übrigens auch, der hat so einen kleinen Kickstand. Kann ich auch so hinstellen, ist natürlich noch besser. Ja. So, das war der Lecato Tuner bzw. Metronome. Ich packe euch den Link zu Amazon in die Videobeschreibung unter das Video. Das Teil ist wieder unfassbar günstig, genauso günstig oder noch günstiger eigentlich als der Lecato Looper, den ich schon getestet habe. Ja, wenn ihr sowas sucht, kann ich nur empfehlen. Alles klar, bis dann, ciao.